get a good feeling, yeah. Was geht? Ich habe heute ein Tutorial für euch. An der Kamera ist Elisa, das ist meine Schwester. Hallo. Die wird in Zukunft bei mir mit auf dem Kanal mitarbeiten, mit Let's Plays, Unboxing-Videos, alles was so anfällt halt. Und sie war auf Twitch eigentlich sehr erfolgreich mit einem, was war das nochmal? Was war das mit Spiel? PT. Mit PT. Die Demo von Silent Hill. Genau. Hat als absoluter No-Name auf Twitch ein Konto aufgemacht und innerhalb von einer halben Stunde 140 Zuschauer gehabt. Und das war echt überraschend, gell? Ja, hab ich auch überrascht. Weitaus mehr, wie ich bis jetzt jemals erreicht habe auf Twitch. Ja, das Bild macht einiges aus. Ja, es ist aber ein echtes Bild, im Gegensatz zu manch anderer, gell? Ja, das stimmt. Ich würde sagen, wir legen jetzt mit unserem Tutorial los. Schalten die PS3 an, gehen ins Menü, klar, logischerweise mit unserem Original-Controller, müssen wir dann bestätigen für unseren Account und so, schließen das Kabel von der PS4, das Ladekabel für den DualShock 4-Controller, schließen wir direkt an die PS3 an, nehmen das Ladekabel, stecken das in den Controller rein und dann geht kurz das Ladelicht an, aber nur ganz kurz, und dann ist der Controller eigentlich schon bereit. So, jetzt kommt noch das Problem, wir wollen ihn ja ohne Kabel benutzen. Also sprich, spielen über Funk. So, ihr geht einfach her, geht auf Einstellungen in eurem PS3-Menü, geht auf Peripheriegeräte Einstellungen mit X, Bluetooth-Geräte verwalten mit X. So, jetzt sagt er, es ist kein Gerät registriert, aber ganz einfach. Ihr drückt dann wieder X und dann steht hier Scannen starten. Das passt alle ganz gut auf. Ihr müsst jetzt hergehen, drückt dann X, zieht das Kabel ab, drückt die Share-Taste und den PlayStation-Button, okay? Und das Ganze müsst ihr dann gedrückt halten. So, 1, 2, 3, es geht los. X-Taste, Kabel abziehen, Share-Button und PlayStation-Taste drücken. Und dann müsst ihr es hinten ganz komisch blinken, so. Und er hat ihn schon erkannt. Kabel wieder anschließen. Einen Moment warten. Okay, jetzt drücke ich X, aber er blinkt noch, aber das ist eigentlich normal. So, Registrierung erfolgreich. Seht ihr? So, jetzt können wir einfach das Kabel abziehen. Und jetzt müsst ihr aufpassen, jetzt geht ihr einfach, ihr drückt die PlayStation-Taste, jetzt blinkt er und jetzt ist das Licht an, das ist dann so hellblau bei mir. Kann sein, dass vielleicht bei euch rot ist, ich weiß nicht, das kommt halt irgendwie, ich weiß nicht, wie es mit den Lichtern funktioniert, ist aber komplett egal. Registrierung ist erfolgreich, ihr drückt einfach, ihr seht kein Kabel mehr, jetzt drückt ihr auf Kreis, ihr geht raus. Ihr seht euren Wireless-Controller, Eingabegerät. Er erkennt halt einfach nur einen No-Name-Wireless-Controller. Das macht aber rein gar nichts. So, jetzt könnt ihr einfach, wie ihr seht, ohne Kabel. Kabel ist hier. Kabel schließe ich ganz ab von der PlayStation. Und kann jetzt eigentlich direkt ins Spiel reingehen. Black Ops 2 meinetwegen. Das einzigste Problem, was es halt gibt, ist, die PlayStation-Taste funktioniert nicht. Und zwar aus dem einfachen Grund. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Gute Antwort. Fall, die Share-Taste, das ist die Select-Taste. Und die Option-Taste ist die Start-Taste, okay? Gerade fürs Spielmenü und so. So, wollt ihr noch zuschauen, wenn wir spielen? Machen wir alle ganz gut auf, Leute. Und zwar ist mir gerade ein Fehler unterlaufen. Der Controller funktioniert. Der Controller selbst ist es nicht schuld an dem Fehler. Ich bin der Fehler. Ne, Quatsch. Und zwar, er hat also das Menü von Black Ops 2 hat rumgemotzt, so von wegen, das ist kein... Gastkonto. Ja, die können sich nicht unter Gast anmelden. Oder zumindest mal, sie können nicht als Gast im Menü arbeiten, so ungefähr. Genau. So, und zwar ist mir Folgendes passiert. Ich habe zwar den Controller ausgemacht und habe ihn auch umgestellt auf die Nummer 2. Das Problem war aber, er hat einfach den nicht auf 1 umgestellt. Warum, weiß ich jetzt nicht. Und das ist auch, gibt's eine ganz einfache Lösung. Ich bin ja gerade die PS3 ausgemacht, PS3 runtergefahren, Controller waren aus, PlayStation 3 am Ding, am Knopf angeschaltet, direkt am Hauptschalter, angemacht wieder, PS3 fahrt hoch, PS4 Controller angemacht mit der PlayStation Taste und ganz normal ins Spiel reingegangen, ins Menü und seht ihr, ich kann ihn verwenden. Seht ihr? Ist doch geil, oder? Und kann jetzt gerade rein theoretisch jetzt das Spiel suchen. Und ich habe schon mit dem Teil gespielt, ist ultra geil. Ups, machen wir schon ein Spiel, ist geil. Nuketown. Yes! Sehr gut. Nuketown ist geil. Nuketown ist Bombe. So, das okay, übertreib mal. Ne, lass mal drin. Okay. Ich bin am Start mit der Peacemaker.
Das Teil ist so geil, ich liebe diese scheiß MP. Ich werde sowieso gleich weggeholt bei meinem Glück. Halt hier. Wow. Normal sitze ich also nicht wundern, gell, dass ich nicht gleich der erste Schuss sitzt. Hey, drei Mann ohne Alles zu sterben, ist das ausreden. nicht geil? Oh, ein Deutscher hat mich weggeholt. Wie geil ist das denn? Und wir haben eine Drohne. Okay, Leute, das war's. Ihr holt mir eine Zuschauer, weil ich bin ultra schlecht.